Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video zum Thema Fat Jars. Man könnte die auch Über Jars nennen. Grund für dieses Video ist ein Fehler, auf den ich in einem vorherigen Video gestoßen bin. Ich wollte eine Jar-Datei ausführen und IntelliJ hat gesagt, dass das nicht geht. Ich führe den Fehler noch mal kurz vor. Wir sind jetzt wieder im IntelliJ und ich sage hier, ich habe hier eine Jar-Datei erzeugt mit dem Gradle-Build-Skript, das sehen Sie hier. Also steht nichts Interessantes drin eigentlich. Und ich sage jetzt hier Run Studienarbeit 1.0 irgendwas und dann sagt er hier kein Hauptattribut. Und das deutet darauf hin, dass die Laufzeitumgebung nicht weiß, was auszuführen ist in Studienarbeit.jar. Das heißt, das müssen wir dem irgendwie erzählen, das muss in die Jar-Datei rein. Zweiter Punkt ist noch, das ist jetzt bei dem Hello World Programm, was Sie hier sehen. Ich zeige das noch mal kurz. Also bei dem Hello World Programm natürlich noch unkritisch. Könnte bei größeren Programmen aber interessant sein. Sie brauchen ja viele Libraries von außen eventuell, also viele andere Jar-Dateien. Und dann wäre es natürlich nett, bevor man jetzt so ein Zoo an einer Jar-Datei hat, wenn man einfach eine Maximal-Jar-Datei, die sogenannte Über- oder Fat-Jar-Datei hat, wo einfach alle anderen Jars mit drin sind. Und das Ding wollen wir jetzt erzeugen. Das kann ich jetzt natürlich nicht aus dem Stand, weil das nicht Alltagsgeschäft ist. Was machen Sie in so einer Situation? Naja, was macht der moderne Mensch? Er googelt. Das heißt, ich zeige Ihnen das mal. Hier sehen Sie schon die richtige Seite, aber ich zeige nochmal, wie man da hinkommt. Ich sage jetzt hier Gradle Java Fat Jar. Also da, also man muss so ein bisschen, also das richtige Wort schon haben, Fat Jar, das wusste ich noch aus der Erinnerung. Und dann haben Sie meistens unter den ersten Treffern Stack Overflow. Das ist ja eine Plattform, wo sich Entwickler austauschen und die so ein bisschen Bewertungssystem für Fragen und Antworten hat. Und da steht, How do I create executable Fat Jar with Gradle? Das ist also genau das, was wir suchen. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, das ist schon ein bisschen älter. Also wir hoffen mal, dass es das funktioniert. Man könnte sich hier den Text durchlesen. Das erspare ich Ihnen jetzt hier mal. Man sieht aber hier eine 62. Wenn Sie hier mal draufschauen, heißt das, The question shows research effort is useful and clear. Das heißt, 62 Leute waren der Ansicht, das ist eine ganz anständige Frage. So, dann gucken wir hier runter und dann sehen wir hier, der Fragensteller war mit dem Haken der Ansicht, ja, dort hat mir wohl geholfen. Das heißt, das ist die Antwort auf seine Frage. Und 93 Leute haben geantwortet, this answer is useful. Also das heißt, jetzt haben wir so ein Bewertungssystem. 62 Leute fanden die Frage ganz gut. Also ist die Antwort wahrscheinlich auch schon mal ganz hilfreich. Und 93 Leute fanden genau diese Antwort gut. Das heißt, das wäre jetzt ein Kandidat, den wir ausprobieren können. Tun wir das mal. Ich kopiere das mal rüber. So, Sie haben jetzt hier noch mein Studienarbeit.jar. Ich habe jetzt hier meine Bild.gradle-Datei. Klebe jetzt das hier einfach dahinter. Was macht das? Der hängt sich in den Task Jar rein. Was so ein Task in Gradle ist, das müssen wir uns nochmal anschauen. Und genauso wie sich das in den Task Test reinhängt, das ist so ein Schritt im Bildprozess. Und der sagt jetzt, mache eine Manifestdatei. Das ist so eine grobe Beschreibung, was in der Jar-Datei zu finden ist, das Manifest. Dann sagt er hier, die Main Class, das sind so Key-Value-Paare sozusagen, das ist der Key, Main Class. Und das soll jetzt hier Compackage Your Class sein. In der Beschreibung in Stack Overflow stand drin, schreibt er deine eigene Klasse rein. Das weiß ich jetzt zufällig noch aus der Erinnerung. Das ist de.thro.vv.studienarbeit. Und da waren wir sehr unkreativ mit dem Namen. Das war Hello World. So. Das heißt, jetzt haben wir dem erzählt, wie unsere Hauptklasse heißt. Jetzt sehen wir hier bei From Configurations Runtime Class Path Collect. Der sammelt jetzt alle Jar-Dateien zusammen, die wir noch brauchen. Da wird er jetzt nichts finden, weil wir Hello World hat ja nichts Interessantes. Aber das war es im Grunde, ne? Also der würde jetzt hier nochmal die anderen Jar-Dateien zusammensuchen, wenn wir noch Fremd-Jar-Dateien brauchen würden. Tun wir aber nicht. Deswegen ist das hier sozusagen für uns egal. So, schauen wir mal in unser Projekt. Das heißt, ich könnte jetzt hier in Gradle sagen, mach bilde mir das nochmal, run build. Das heißt dann, bei build kommt er auch irgendwo an dem Task Jar vorbei, den haben wir gerade gepatcht. Und jetzt hat er die Studienarbeitdatei gepatcht. Und jetzt weiß der,
Erstens sind alle anderen Jar-Dateien jetzt mit drin, also die wäre richtig dick, wenn wir andere Abhängigkeiten hätten. Wenn Sie ins Dateisystem schauen, sind das immer noch so knapp 2 Kilobyte. Und wenn wir den jetzt nochmal starten, das hatte ich ja im letzten Video gezeigt, dass, wie ich das starte, dass er dann abstürzt mit, dass er keine Hauptklasse ist. Wenn ich ihn jetzt starte, dann sehen Sie Hello World. Das heißt, jetzt weiß der, was die Main-Klasse ist. Ich zeige das auch nochmal auf der Konsole. Ich bin hier schon im richtigen Verzeichnis. Binnengerd, Bild, Lips. Das ist hier genau das Bild, Lips und so weiter. Und wenn ich jetzt hier sage, Java jar minus jar, also starte irgendwas aus der Jar-Datei, und das nennen wir, das ist hier Studienarbeit, irgendwas.jar, und das mal starten, das haben Sie es natürlich nicht gesehen. Auch da sehen Sie Hello World. So. Das war's schon. Jetzt haben wir es geschafft, mit Java ein Fat Jar zu erstellen. Das heißt, wenn wir, egal wie kompliziert wir jetzt unsere Software hier machen, also mit Spring Boot und Hibernate und allen anderen Dingen, werden die Jars noch richtig groß, aber wir haben am Ende dann eine Fat Jar-Datei, in der alles drin ist. Das erleichtert uns nachher die Arbeit, um sozusagen im Bildprozess nur noch ein einziges Ergebnis zu haben. Es muss nur noch eine Datei retten und nicht eine Tüte von Dateien. Und das Zweite ist, es wird uns sehr stark erleichtern, nachher Docker-Container zu machen, wo wir dieses Fat-Jar-Datei reinpacken und dann läuft die Software komplett in einem Docker-Container. Das erspare ich Ihnen jetzt aber. Mit Docker werden wir uns ausführlich noch beschäftigen, weil das für Ihr weiteres Leben sehr wichtig ist. Danke für die Aufmerksamkeit bis hierher. Weiter geht's mit der Gitignore-Datei und danach mit dem Bildprozess. Vielen Dank.